Detox, fünf effektive Wege, deinen gesamten Körper zu entgiften und ein nachhaltig stärkeres Immunsystem aufzubauen. Fünf effektive Wege, Kuren im Vergleich. Du wirst in diesem Video geballten Mehrwert bekommen, viele Informationen und am Ende werde ich dir noch zeigen, wie wir aus diesem wunderschönen Wildkraut, dem Bärlauch, eine Tinktur herstellen. Man sagt dir, was du bist, doch all das bist du nicht. Du bist weit mehr, du bist Licht. Hallo erstmal, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Marlon und meine Mission mit The Holistic Journey ist es, Menschen zu ermächtigen, ihre Gesundheit wieder in die eigene Hand zu nehmen und aus ihren Wunden Wunder werden zu lassen. Das ist so ein bisschen meine Geschichte. Ich habe eine sehr lange Krankheitsodyssee hinter mir und habe auch dann versucht, diese Geschichte zu drehen und habe von vielen Experten im Bereich Naturheilkunde gelernt, habe in der Naturheilkundepraxis assistiert, habe angefangen, mich autodidaktisch weiterzubilden, Fortbildungen zu machen im Bereich Ernährung, im Bereich Parasitenforschung, im Bereich des Darmes und verschiedene Sachen, die damit zusammenhängen, die unser Potenzial drosseln, die zum Beispiel zu Müdigkeit führen. Und mein Herzensanliegen mit diesem Kanal ist es, Menschen anzuregen, Informationen zu geben, ihre Gesundheit wieder in die eigene Hand zu nehmen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Also wenn du an Gesundheit, persönlicher Weiterentwicklung interessiert bist, dann bist du hier bei The Holistic Journey goldrichtig. Also schön, dass du da bist und vorab noch ein paar Ankündigungen, bevor wir ins Video losstarten. Und zwar, also falls du mich noch nicht kennst, ich mache auch Musik, eine Form von Rap, philosophischen, spirituellen, tiefgründigen Rap, aber auch poppige Sachen. Das ist gerade in den Anfängen. Wenn du daran interessiert bist, findest du auch unter dem Video einen Link für eine sehr exklusive Telegram-Gruppe, wo ich diese Inhalte teile. Bald wird aber auch auf Spotify und auf YouTube erste Songs erscheinen. Das heißt, wird alles unter dem Video verlinkt sein, falls es dich interessiert. Das als kurze Vorab-Ankündigung. Dann möchte ich noch sagen, also eine kurze Einleitung, bevor ich diese verschiedenen Kuren dir vorstelle, damit du für dich entscheiden kannst, anhand deiner, anhand der Informationen und anhand deiner Situation, was für dich das Beste ist. Denn für wen ist Detoxen denn heutzutage wichtig? Naja, ich würde fast sagen für jeden, weil wir leben in einer immer mehr mit Pestiziden und Schwermetallen belasteten Umwelt. Das kann einen, den einen oder anderen auch runterziehen, soll es aber nicht. Es bringt überhaupt nichts, denn unsere Gedanken beeinflussen ja auch maßgeblich unseren Gesundheitszustand. Wenn wir ständig darüber nachdenken, wie vergiftet alles ist, dann vergiften wir uns ja nur noch mehr durch unsere Gedanken. Deswegen ganz wichtig, einfach pragmatisch handeln und etwas tun. Und ich möchte dir jetzt ein paar Informationen geben. Das wird ein sehr ausführliches Video. Erstmal möchte ich dir etwas zum Thema Schwermetalle sagen, dann möchte ich dir etwas zum Thema Parasiten sagen und zum Thema Giftstoffe allgemein und wie die unser Befinden beeinflussen, was ich da erfahren habe in den letzten Jahren, auch in meiner Praxisassistenz. Also Schwermetalle sind zum Beispiel Uran, Arsen, Beryllium, Quecksilber, Cadmium, Blei und Aluminium. Das sind so die sieben Hauptbelastungsfaktoren, die wir in Form von Schwermetallen in unserem Trinkwasser, in unserer Luft und auch in Abgasen haben. Und der eine oder andere hat Schwierigkeiten, diese zu entgiften. Der eine oder andere kann sie besser entgiften. Das hängt von verschiedenen körperlichen Faktoren und psychischen Faktoren ab. Ja? Wenn du wissen möchtest, wie dein Schwermetallstatus gerade ist, dann gibt es einfach Analysemethoden. Ich möchte dir jetzt Analysemethoden vorstellen. Zuerst zum Thema Schwermetalle. Also es gibt zum Beispiel die Haarmineralanalyse. Da kannst du über deine Haare ein aussagekräftiges Bild bekommen, wie der Mineralstand in deinem Körper ist. Und auch toxische Minerale, aber auch gute Minerale. Da gibt es zum Beispiel das Verisana-Labor, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Die haben sehr, sehr viele gute Testmethoden, auch für Parasiten, für die gesamte Darmgesundheit. Also wirklich, wenn du etwas genauer wissen willst und auch in der Lage bist, es zu investieren, das ist natürlich die andere Sache,
dann kannst du über das Verisana-Labor diverse Tests machen. Ich persönlich würde, wenn du deinen Schwermetallstand wissen willst, die Haar-Mineral-Analyse empfehlen. Die habe ich auch unter dem Video hier verlinkt, vom Verisana-Labor. Andererseits kannst du auch über die Kinesiologie bei einem guten Kinesiologen das raustesten lassen. Ich persönlich teste für mich selber kinesiologisch, aber würde jetzt zu weit gehen, zu sagen, ich teste jetzt über die Ferne. Da glauben eh die meisten Menschen nicht dran, von daher will ich das jetzt hier auch nicht anbieten. Geh bitte zu einem Kinesiologen deiner Wahl, der diese Methode am besten nach Klinghardt gelernt hat. Dr. Klinghardt ist der führende Toxikologe Deutschlands und Ausbilder in der kinesiologischen Methode. Klinghardt, Kinesiologie. Kinesiologie nach Dr. Klinghardt, wie auch immer. Genau. Aber wenn du einfach spürst, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin immer wieder antriebslos, es kann natürlich viele Gründe haben. Es kann hormonelle Gründe haben, es kann sein, dass du einfach dich schlecht ernährst, dass du zu wenig schläfst. Es sind meistens viele Zusammenhänge und du kannst auch beim Verisana-Labor, je nachdem, was für ein Profil du gerade hast an Beschwerden, kannst du auch gezielt eine Analyse machen. Ich würde natürlich jetzt hier gerade mal eher auf die Schwermetalle und auf den Darm-Gesamtstatus eingehen. Du kannst, das verlinke ich auch hier unten, deinen Darm-Gesamtstatus dort testen lassen. Du kannst einzelne Bereiche deines Darms testen lassen. Du kannst, und das sage ich gleich beim nächsten Punkt, wenn wir zum Thema Parasiten übergehen, du kannst, also es gibt ja pathogene Kulturen im Körper, ein bakterielles Gleichgewicht, also das heißt, wir haben Mikroorganismen, insgesamt 2,5 Kilogramm in unserem Darm und dort, wenn das Gleichgewicht gekippt ist, dann kannst du sowas wie ein Reizdarmsyndrom haben, ja, eine Dickdarm-Dünndarm-Fehlbesiedlung, SIBO genannt, und das muss man halt gezielt behandeln. Da empfehle ich dir, zu einem Heilpraktiker zu gehen. Aber wenn du einfach dich schlapp und ausgelaugt fühlst und generell jetzt keine krasseren Beschwerden hast, sondern einfach merkst, ich brauche mal wieder eine Entgiftung, dann würde ich dir einfach empfehlen, ohne diese Analyse einfach mal eine allumfassende Kur zu machen. Und da komme ich direkt, bevor wir jetzt nochmal zu dem Thema Kuroptionen gehen, zum Thema Parasiten. Mir persönlich hat vor mehreren Jahren eine ganz spezielle Parasitenkur, die sehr tiefgreifend ist, die über 100 verschiedene Heilpflanzenstoffe beinhaltet, so mehr oder weniger meine Gesundheit und mein Leben, mir ein neues Leben ermöglicht. Ich hatte eine chronische Mandelentzündung, ich hatte ein Reizdarmsyndrom, ich war sehr, sehr geschwächt. Ich hatte ja noch auch eine CMD, die jetzt Gott sei Dank ausgeheilt ist, also eine schwere kieferorthopädische, gesamtorthopädische Erkrankung. Und meine gesamten Darmbeschwerden, meine gesamte Müdigkeit und Erschöpfung war nach dieser Kur weg. Die Mandelentzündung war weg. Und ich habe das gesehen, wie andere Patienten mit Autoimmunkrankheiten mit diesem ähnlichen Verfahren leicht abgeändert behandelt wurden. Und diese Kur ist viel mehr als nur eine Parasitenkur. Es gibt sehr viele verschiedene Parasitenkuren auf dem Markt. Ich werde hier auf zwei verschiedene eingehen. Die eine ist etwas kostenspieliger, die andere etwas weniger. Natürlich, was etwas mehr kostet, bringt auch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum ist das Thema Parasiten wichtig? Jetzt dazu ganz kurz. Das Thema Parasiten ist ein völlig unterschätztes Thema in der Medizin. Parasiten kann man in sehr viele verschiedene Kategorien einteilen. Es gibt zum Beispiel Hakenwürmer, Spulwürmer, es gibt Trichomonaden, es gibt Einzellerparasiten, es gibt Bandwürmer, es gibt Hakenwürmer, es gibt über 1000 verschiedene Arten von Parasiten. Und warum haben wir eine Überwucherung? Ich spreche von einer Überwucherung von Parasiten. So die These laut Naturheilkunde, je mehr Schwermetalle im Körper vorhanden sind, je mehr Giftstoffe und je mehr Schlacke im Darm und im Gewebe vorhanden ist, je leichter lagern sich Parasiten an und diese kriegst du nicht mit ein paar Papayakernen, mit ein bisschen Knoblauch oder Bärlauch aus deinem Körper raus. Es ist natürlich toll, diese Sachen zu sich zu nehmen, um, wenn man mal eine Parasitenkur gemacht hat, dann, dass man dann sauber bleibt, aber es ist wirklich vonnöten, dass für die Gesamtgesundheit, für dein Immunsystem, dass du langfristig fit bleibst, natürlich sowas wie Vitamin D und natürlich Vitamine zu sich nehmen, aber es ist super wichtig, mal eine gründliche Reinigung zu machen und den Darm gründlich aufzubauen.
Disclaimer, wenn du ganz spezielle Beschwerden hast oder eine schwere Erkrankung, das ersetzt keinen ärztlichen Rat. Sprich das bitte mit deinem Arzt oder Heilpraktiker ab. Das sind nur Erfahrungswerte, die ich hier teile. Was du machst, ist deine Entscheidung. Ich kann dir hier nur Hinweise geben und ich möchte dir unten unter dem Video alle Links zu den Produkten und zu den Empfehlungen, die ich hier gebe, verlinken. Du kannst die alle unter diesem Video finden. Die Reset-Kur Nummer 1. Das ist das Premium-Programm. Ja, die Programme, die ich jetzt hier vorstelle, staffeln sich von etwas hochwertiger, hochpreisiger zu etwas weniger und natürlich weniger umfassend. Die ersten beiden werden Parasitenkuren sein, die nächsten beiden reine Darmkuren, die andere ist eine reine Schwermetall-Ausleitungskur, die du dir selber machen kannst mit diesem wundervollen Kraut. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn da werde ich dir zeigen, und es ist super einfach, wie du dir selber eine Bärlauchtinktur herstellen kannst. Genau. Nochmal kurz zu dem Thema Schwermetalle. Ich spreche hier über eine chronische Schwermetallbelastung, nicht über akute. Da bitte mit einem Arzt sprechen, zu einem Arzt gehen. Ich spreche über latente chronische Schwermetallbelastung, die wir alle mehr oder weniger haben. Ja, es ist wichtig, sich zu reinigen. Vor allem im Frühjahr ist die ideale Zeit. Und wenn du die Möglichkeit hast, ich biete persönlich die Betreuung für die Reset-Kur an. Und was ist die Reset-Kur? Das möchte ich dir jetzt vorstellen. Die Reset-Kur ist ein allumfassendes Programm. Es besteht aus folgenden Zutaten. Zeolit, MSM, Basen-1-Pulver, ein spezielles Natrium-Bicarbonat, Rizol-Spezial, Amazon-AP, ein spezielles Mittel, das aus 7 verschiedenen Amazonas-Regenwaldpflanzen besteht, sowie das Rizol, das aus über 20 bis 30 verschiedenen antiparasitären Kräutern mit einem Aktivsauerstoffkomplex besteht, plus Korianderextrakt, plus LKC, ein liposomalen Kräuterextrakt. Das alles synergetisch zusammenwirkend ist das potenteste antiparasitäre Programm, was es gibt. Es gibt natürlich auch noch die Option, Oreganoöl dazu zu nehmen oder Terpentin. Aber das an sich ist schon so breitbändig, dass es mindestens laut Heilpraktiker, von dem ich die Kur habe, 80% aller Parasiten von allen Menschen aus dem Körper rauswirft. Das ganze Programm ist natürlich etwas teurer. Du kannst das alles dir gerne runterladen. Ich biete den Kurratgeber jetzt for free an. Du kannst ihn dir kostenfrei runterladen und die Begleitung, die Betreuung dafür, wenn sich ein paar Menschen unter euch finden, die sich bei mir melden, meldet euch einfach, biete ich für 50% rabattiert bis zum 31. März an als Osteraktion. So, wenn 5 Personen mindestens zusammenkommen, werde ich das Ganze als Gruppenformat machen mit Telegram-Gruppe oder Facebook-Gruppe und ich werde euch betreuen mit auch emotional, mentalen Prozessen, mit Ernährungshinweisen, mit Biohacking-Tipps, das alles über Zoom in der kleinen Gruppe. Ja, und ihr könnt euch untereinander austauschen. Das wäre mein Angebot für die Reset-Kur. Ich werde, wie gesagt, den Kurratgeber unten verlinken. Den mache ich jetzt von 9,90 €, wo ich das Dokument angeboten habe, for free. Das kannst du dir jetzt einfach runterladen. Und genau, ich hoffe, dass einige von euch diesen Schritt wagen, weil das ist das beste Programm, was ich persönlich kenne. Aber wenn du merkst, okay, ich lässt einfach gerade mein Geldbeutel nicht zu, habe ich auf jeden Fall noch andere Optionen für dich. Deswegen bleib dran und jetzt stelle ich dir Option 2 vor. Option 2 ist die Parasitenkur von Regenbogenkreis. Ich bin absolut begeistert von Matthias Langwasser, dem Gründer vom Regenbogenkreis. Er hat eine inspirierende Lebensgeschichte, ist ein sehr feiner Mensch und achtet auf die besten Zutaten und Inhaltsstoffe in seinen Produkten. Und ich möchte euch jetzt kurz vorlesen, was in dieser Parasitenkur drin ist. Die andere von dem Kurratgeber, das wäre jetzt zu umfassend. Es sind über 100 verschiedene Zutaten. Allein die antiparasitären Mittel bestimmt an die 50 Zutaten. Deswegen ladet euch wirklich den Kurratgeber runter. Und jetzt zu der Parasitenkur von Regenbogenkreis.
Da gibt es ein Fläschchen für 40 Euro, glaube ich. Und da würde ich mir zwei von bestellen, das 2 Monate durchziehen. Dann hast du ungefähr dieselbe Zeit wie bei der Reset-Kur. Die Reset-Kur besteht aber auch noch aus Darmaufbauphase. Das muss ich noch dazu sagen. Die geht 2 Monate. Eine Parasitenkur sollte mindestens 2 Monate gehen. Und bei der anderen gibt es auch noch ein Darmaufbauprogramm dazu. Das kannst du bei der hier auch machen. So, die Parasitenkur von Regenbogenkreis. Was hat sie drin? Nelkenknospen, Olivenblätter, Wermutwurzel, Schwarzwalnussschalen, Ingwerwurzel, Enzianwurzel, Wacholderbeeren, Papayablätter und noch einiges mehr. Also es ist eine perfekte Symbiose aus sehr starken antiparasitären Pflanzen. Und wenn du eine Alternative suchst, dann kann ich dir das unten verlinken, auch mit einem Rabattcode. Findest du in der Videobeschreibung. Und du kannst dazu Chlorella und Zeolit nehmen, um die Giftstoffe zu binden. Denn wenn du Parasiten aus deinem Körper löst, solltest du immer die Giftstoffe adäquat binden, das heißt die Schwermetalle. Das heißt, nimm morgens ein gutes Zeolit und bitte nur Chlorella aus dem Glasröhrensystem von Algomed, nicht aus China, denn die sind schon schwermetallbelastet durch die Luftverschmutzung, immer in geprüften Laboren. Also ich verwende nur die Chlorella von Algomed. Ist auch alles hier unter dem Video verlinkt. Das ist Option 2 für den kleinen Geldbeutel. Natürlich würde ich empfehlen, dann auch die Co-Infektionen anzugehen mit dem LKC, mit dem Koriander und so weiter. Aber das, wenn du wirklich ein bisschen was machen willst, damit wirst du dir nicht schaden, aber es wird nicht so gründlich sein wie die erste Option. Dann möchte ich jetzt auf die dritte Option eingehen und das ist der Darmaufbau. Im Grunde solltest du auch nach einer Parasitenkur einen Darmaufbau betreiben. Die Parasitenkur ist an sich schon eine Darmreinigung, ja? Aber nicht jede Darmreinigung ist eine Parasitenkur. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also, die Darmreinigung von Regenbogenkreis ist auch ganz toll, die möchte ich dir hier vorstellen. Das ist auch, alle Kuren habe ich selber schon gemacht, deswegen stelle ich sie auch hier vor. Guck mal auf meinen Zettel. Ich würde dir empfehlen, die Darm-Express-Kur zu machen. Das ist eine 4-Tages-Kur, wo du den Biofilm aus deinem Darm löst. Da sind auch Parasiten und andere Dinge dahinter und da drin. Und du kannst dir auf der Seite auf jeden Fall die ganzen Bilder angucken. Klick einfach hier unten auf den Link und da findest du alle Informationen. Das enthält Ölpalmfaserpulver, FOS-Inulin, Okra-Pulver und noch einige andere Sachen, die das aus dem Darm rausziehen. Und nach dieser Darm-Express-Kur kannst du zum Beispiel die Amazonas-Darmreinigung machen mit 14 verschiedenen auslesenen Zutaten, zum Beispiel Flohsamenschalen, Una Delgato-Pulver, Apfelpektin, Papayablättern, Tumpinambur und noch einige mehr. Also das ist zum Beispiel eine tolle Variante, einfach seinen Darm zu reinigen und aufzubauen. Im Anschluss kannst du natürlich viele fermentierte Produkte zu dir nehmen, so wie zum Beispiel auch Enamed-Mucosa. Ein Mittel, das sehr, sehr gut bei Reizdarmbeschwerden hilft, kann ich dir auch hier unten verlinken. Also das würde ich dir als andere Option empfehlen, wenn du jetzt keine Parasitenkur machen willst. Die sind alle miteinander kombinierbar, außer die Reset-Kur, die ist ein Programm für sich. Aber die zweite Option ist jetzt kombinierbar mit der, die ich jetzt genannt habe. Du kannst auch erst die Darm-Express-Kur vor der Parasitenkur machen, das ist sogar noch schlauer. Und dann eine Parasitenkur und parallel eine Darmreinigung. Oder du kannst auch, wenn du die Parasiten nicht angehen kannst oder willst oder das dir zu teuer ist oder was auch immer, kannst du einfach nur eine Darmreinigung machen. Dadurch wirst du schon auch einiges merken, dass du einfach fitter, wacher und freudiger bist und dich leichter fühlst und ein besseres Immunsystem aufbauen kannst. Und ich empfehle natürlich jedem, für ein besseres Immunsystem täglich Vitamin D zu nehmen. Dosierung von 5000 bis 10.000 IE mit Vitamin K2 zusammen. Das ist auch zu jeder Kur empfehlenswert, immer dazu zu nehmen. Ist auch hier unten verlinkt. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Produkt vom Dr. Raw Shop. Da ist noch Vitamin A drin, also alle fettlöslichen Vitamine in MCT-Öl. Also ein super Produkt, das ich selber gerne nehme. Genau. Ja, Option 4, die du nehmen kannst, ist die gute alte Schärflaume. Die Schärflaume ist eine Pflaume, die über 30 Monate in ihren eigenen Saft fermentiert wurde. Es ist ein Produkt, das aus einer alten Tradition
aus Japan kommt und ja, auf jeden Fall die Steigerung des Qis und Langlebigkeit dafür bekannt ist, weil es den Darm reinigt und gleichzeitig aufbaut, weil es voller Mikroorganismen ist. Es enthält noch einen Kräutermantel mit abführenden natürlichen Stoffen, wie zum Beispiel Cassia fistula. Das ist ein röhrenförmiges, süßlich schmeckendes, mit kleinen Plättchen enthaltenes, klebriges Etwas, das super, super gut für die Entgiftung und für den Darm ist. Und das enthält die Schärflaume auch um sich herum. Die Schärflaume, dazu kann man sagen, wenn du das einfach nur ganz simpel willst, nimm sie abends, nimm eine halbe oder eine ganze Schärflaume jeden Abend oder jeden zweiten Abend, mindestens für 2 Monate, und dann hast du eine super gute Darmreinigung. Also das ist auch eine super gute Darmreinigung, die kann ich dir auch hier unten verlinken. Alles, wie gesagt, mit Rabattcodes für dich und deine Gesundheit. Alles Sachen, die ich selber immer wieder nehme. Also die Schärflaume, dazu gibt es auch weiterführende Informationen auf der Seite, kannst du dir alles in Ruhe durchlesen, und Probierpackungen. Ja, ich kann es absolut nur empfehlen. Ich würde nur sagen, mach es jeden zweiten Tag. Es kann am Anfang ein bisschen zwicken. Es ist nicht super angenehm. Sie schmeckt super lecker, muss ich sagen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall eine heftige Erfahrung. Und man fühlt sich deutlich leichter, wenn man das mal durchgezogen hat. Also das kann ich dir auch empfehlen. So, und jetzt kommen wir zum Ende, zur Option 5. Das ist eine Schwermetall-Ausleitung mit dem Chelatbildner. Das wollte ich noch zum Ende sagen. Was sind Chelate? Chelate sind in der Medizin bekannt und es sind so Art Stoffe, die sich an die Metalle andocken, diese Metalle von den körpereigenen Proteinen wegziehen und an sich binden. Ja, und Chelate sind zum Beispiel auch im Bärlauch enthalten. Und Chlorella ist auch, wirkt zusammen mit dem Bärlauch, ja, also wenn du gute Chlorella nimmst, dafür werde ich unten ein Protokoll verlinken. Du nimmst im Grunde erstmal, ja, Empfehlungen sind so 5 Presslinge, 3-mal am Tag mit Bärlauchtinktur vorm Essen, immer vor der Mahlzeit, 3-mal am Tag, und steigerst es dann bis zum 10. Tag, und dann irgendwann kommt Koriander dazu. Koriander entgiftet auch die Zellen, durchdringt die Blut-Hirn-Schranke und kommt halt tiefer in die Zelle. Dann kommen die Schwermetalle aus den Zellen, aus dem Gehirn auch raus. Da sollte man aufpassen. Man sollte erst eine Bindegewebsentgiftung machen und dann mit Koriander weitermachen. Eine genaue Anleitung, ein PDF, verlinke ich dir unter dem Video. Und später zu Hause, kurzer Schnitt gleich, zeige ich dir, wie man mit Bioalkohol oder irgendeinem Alkohol deiner Wahl diesen Bärlauch zu einer Tinktur macht. Ansonsten verlinke ich dir auch hier unten eine gute Bio-Bärlauch-Tinktur und ein gutes Bio-Koriander. Da solltest du unbedingt auf die Qualität achten, habe ich in der Naturheilkunde-Praxis gelernt. Und da verwende ich nur die Produkte von BioPure. Das ist eine Therapeutenfirma, die vom Dr. Klinghardt, dem führenden Toxikologen Deutschlands, gegründet wurde. Ja, das so viel zu dem ganzen Thema. Entgiftungskuren, Ausleitungsmethoden, du kannst diese, wie gesagt, miteinander kombinieren, außer die Reset-Kur, die steht für sich. Du kannst aber die Schärflaume mit den anderen Darmkuren verbinden, du kannst die Darm-Express-Kur vor der Parasitenkur von Regenbogenkreis, vor der kleinen Parasitenkur machen. Wenn du da nochmal beraten werden willst, individuell, stehe ich dir gern zur Verfügung. Du kannst gerne ein kostenfreies Erstgespräch, einfach ein Orientierungsgespräch mit mir buchen, wenn du unsicher bist, was du dir bestellen willst, wie du da vorgehen willst. Ich bin gern für dich da und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam in die Selbstverantwortung für unsere Gesundheit gehen und ja, einfach uns ein geiles Leben erschaffen und uns gesund fühlen, unsere Gesundheit in die eigene Hand nehmen in einer Welt, wo ja, das immer mehr Thema ist. Wenn dich das Thema weiter interessiert, lass gerne ein Like, ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Lass auch gerne einen Kommentar da, wenn du noch Anregungen hast, vielleicht Verbesserungsvorschläge, ich bin ja auch nicht unfehlbar. Und freue mich auf jeden Fall, bis zum nächsten Video, da wird es um das Thema Schlaf und Stress gehen, ein Thema, was mich sehr persönlich beschäftigt, und um flüssiges Ashwagandha, das werde ich im nächsten Video erzählen, das teste ich nämlich momentan. Kannst du auch direkt unter dem Video gucken, das habe ich jetzt auch schon mal verlinkt. Und das flüssige Ashwagandha, boah, das ist wirklich
eine Spitzennummer. Also freu dich aufs nächste Video. Ich bin auch gespannt, wann das hochgeladen wird. Ich kann es dir noch nicht genau versprechen. Auf jeden Fall, ich freue mich auf dich. Dein Marlon. Bis dann. Ciao. So, jetzt zeige ich euch, wie man aus Bärlauch eine Tinktur herstellt. Man nimmt einfach den Bärlauch, ganz einfach, zerrupft ihn ein bisschen, dass die Inhaltsstoffe gleich sich besser lösen und stopft ihn in ein leeres Marmeladen- oder Gurkenglas. Man nimmt auf jeden Fall mindestens so viel, dass das Glas halb voll ist. Ja? Und ganz einfach, danach machen wir das Glas nochmal komplett voll. Stopft ihr auch wirklich schön. Ja, und dann ist es wichtig, ihr nehmt Alkohol. Am besten hochprozentigen, also mindestens Wodka, am besten auch Doppelkorn. Dann lösen sich noch mehr Inhaltsstoffe. Und schüttet es einfach komplett bis oben hin voll. Also das ist mindestens, ja, bis oben bedeckt ist, hat genau gereicht, perfekt. Und das schließt ihr, schüttelt ihr und stellt an einen warmen Ort und wartet 3 Wochen. Ungefähr 3 Wochen. Und dann könnt ihr das abfüllen und in ein kleines Fläschchen tun, wo ihr eine Pipette habt, damit ihr es gut dosieren könnt. Alles ist unten auch verlinkt, wie gesagt, das Protokoll, wie man es dosiert. Und ja, beste und kostengünstigste Schwermetallausleitung, die es gibt. Und bestell dir auch unbedingt dazu Chlorella von Algomet. Auf keinen Fall irgendwas anderes, da ist die Qualität absolut gewährleistet und sicher. Wenn du dir das selber nicht herstellen kannst oder möchtest, ist auch unten ein Bärlauch verlinkt, eine Bärlauch-Tinktur oder eine Koriander-Tinktur, die du dazu auf jeden Fall nehmen solltest. Auf keinen Fall Koriander von irgendwo nehmen und dir eine Tinktur machen. Da wirklich am besten von der Firma BioPure vom Dr. Klinghardt das reinste Produkt nehmen. Also viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, meine Tipps haben dir geholfen.